Honigperlen, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Lebensfreude, der dich bei deinem Weg auf einem erfüllten Leben unterstützt. Mein Name ist Melanie Pigniter. Ich bin diplomierte Mentaltrainerin, Buchautorin und Selbstliebe-Mentorin. Und ich freue mich von ganzem Herzen, dass du mit dabei bist. Über Nacht dein Leben verbessern. Wie das gelingt, beziehungsweise wie du das schaffst, dafür möchte ich dir in der heutigen Podcast-Episode 5 praktische Tipps mitgeben. Die beste Zeit, um sein Leben positiv zu verändern, ist immer kurz nach dem Erwachen und kurz vor dem Einschlafen. Warum? Der Übergang vom Schlaf in den Wachzustand oder umgekehrt ist deshalb ein effizienter Zeitpunkt, weil wir dabei eine besonders gute Verbindung zu unserem Unterbewusstsein haben. Und wie die bekannt ist, wenn du meinen Podcast öfter hörst, ist es das Unterbewusstsein, das 90% aller Entscheidungen unseres Tages und unseres Lebens trifft. Für die gute Verbindung zum Unterbewusstsein, kurz nach dem Aufwachen und kurz vor dem Einschlafen, ist verantwortlich die ideale Gehirnwellenfrequenz, nämlich Theta. Und damit auch schon genug der Theorie, jetzt kommen wir schon zu den Tipps, die du nutzen kannst, um einen gesunden Schlaf zu haben und um dein Unterbewusstsein positiv zu beeinflussen. Bevor ich also mit der zweiten Stufe, nämlich mit den Tools, mit den praktischen Tipps vor dem Einschlafen starte, möchte ich dir noch ein paar Schnelltipps mitgeben, nämlich ein paar Don'ts, Dinge, die du vor dem Zubettgehen nicht tun solltest, da sie deinen Schlaf und auch dein Unterbewusstsein negativ beeinflussen können. Punkt 1, kurz vor dem Schlafen gehen, keine Nachrichten mehr im TV hören, keine Zeitung mehr lesen, nicht mehr durch Medien scrollen. Eine Horrorschlagzeile jagt die nächste. Während du glaubst, dass du dich einfach nur informierst, dringen die aufgenommenen Informationen, die zu 95% negativ sind, bis in dein Unterbewusstsein vor. Und sie beeinflussen nicht nur deine Träume und die Qualität deines Schlafes, sondern in Folge auch deine Gedanken und Emotionen des nächsten Tages. Auch ganz wichtig, vor dem Zubettgehen keinen Streit mehr vom Zaum brechen. Egal, ob ein Konflikt zu Ende ausgetragen wurde oder nicht, kurz vor dem Einschlafen oder vor dem Schlafengehen macht es Sinn, den Streit zu beschließen. Zum Beispiel einfach eine gemeinsame Vereinbarung zu treffen oder aber einen Gesprächstermin für den Folgetag zu vereinbaren. Und ein drittes Don't, noch schnell die E-Mails checken oder den nächsten Arbeitstag durchgehen. Wer sich kurz vor dem Einschlafen noch mit Aufgaben beschäftigt, kann gleich mit einem Energy Drink zu Bett gehen. Warum? Wenn wir uns mit Aufgaben beschäftigen, dann kommt unser Gehirn so richtig in Fahrt. Anstatt langsam herunterzufahren, verursacht das quasi einen Energieschub und dazu kann es oft sein, dass es dann zu Einschlafproblemen kommt oder zu einem unruhigen Schlaf. Und dann noch 5 Schnelltipps für einen gesunden körperlichen Schlaf. Der ist nämlich wichtig, dass wir unser Unterbewusstsein positiv beeinflussen. Versuch immer zur selben Uhrzeit schlafen zu gehen. Achte aber darauf, dass du nicht weniger als 7-6,5 Stunden schlafst, aber auch nicht mehr als 9 Stunden, denn wenn wir zu viel schlafen, dann sind wir am nächsten Tag erst recht müde. Ein Tipp, den ich aus dem Ayurveda habe, warme Hafermilch mit Honig, eine Prise Zimt und Muskat, das fördert das Einschlafen und schmeckt außerdem sehr lecker. Wärme hilft übrigens besonders an kalten Tagen, das heißt im Winter beim Einschlafen, Wärmeflasche, heiße Dusche vor dem Schlafengehen oder ein heißes Bad. Und der letzte Schnelltipp, auch Lavendelöl oder spezielle Bachblüten fördern einen gesunden Schlaf besonders. Und nun kommen wir zu den 5 Tipps, die erfüllte Menschen vor dem Einschlafen tun oder zu den 5 Dingen, die sie tun. Wer die Zeit vor dem Zubettgehen richtig nutzt, der ist ausgeglichener und im Durchschnitt erfolgreicher im Leben.
Und das richtige Einschlafritual macht sich nicht nur am nächsten Tag, sondern auch langfristig bei der Zufriedenheit mit dem eigenen Leben bemerkbar. Und nun folgen die 5 Tipps, mit denen du besser einschlafst und mit denen du deine Lebensenergie stärkst. Erstens, mach einen Tagesrückblick. Führe dir jeden Abend vor Augen, was heute gut gelaufen ist. Viel zu oft fokussieren wir uns auf die negativen Dinge und bemerken dabei nicht, wie diese von unseren Gedanken und dann auch natürlich von unseren Gefühlen Besitz ergreifen. Wenn du dir anstattdessen Zeit für die guten und schönen Dinge nimmst, und zwar ganz bewusst, denn du bist ja der Boss deiner Gedanken, wirst du feststellen, dass du dadurch gelassener und optimistischer wirst, langfristig. Und so funktioniert's, bevor du abends im Bett das Licht abdrehst, überlegst du dir, was heute gut gelaufen ist. Was hast du getan, worauf du stolz sein kannst? Welche Geschenke, zum Beispiel freundliche Worte deiner Mitmenschen oder Erlebnisse, die dich ja gefreut haben, sind dir heute zuteil geworden? Wobei hast du Freude empfunden oder Dankbarkeit? Nimm dir für diese Übung 3 bis 5 Minuten Zeit, das genügt und du wirst sehen, sie hat eine wundervolle Auswirkung, aber du musst sie mindestens 21 Tage lang durchführen, bis du diese im vollen Ausmaß erfahren wirst. Der zweite Tipp machen ganz viele: Tagebuch schreiben, sich von Sorgen befreien. Menschen, die regelmäßig Tagebuch schreiben, sind häufig nicht nur besonders gut reflektiert, das heißt, sie kennen sich selbst besonders gut, sie kennen ihre Trigger, sie wissen, sich selbst so zu behandeln, dass es ihnen gut geht, sondern sie nutzen diese Gewohnheit, dieses Schreiben vor dem Schlafengehen, auch um sich von Sorgen und von Problemen zu befreien. Beim Niederschreiben haben wir nämlich ein ähnliches Gefühl wie bei einem Gespräch mit einer Vertrauensperson. Wir teilen unser Problem und entlasten uns dadurch. Außerdem, alles, was wir aufschreiben, kreist weniger lang in unseren Gedanken und belastet so unseren geistigen Zustand weniger lang. Und so fühlen wir uns nicht nur im Moment besser, sondern schaffen auch in unseren Gedanken Platz für Neues. Und dadurch entstehen häufig schon am nächsten Morgen oder in den nächsten Tagen neue Ideen und neue Lösungsansätze für unsere Probleme. Dritter Tipp: guter Lesestoff vor dem Einschlafen. Für viele ist das Lesen vor dem Einschlafen ein fester Bestandteil, so auch für mich. Es hilft dabei, einen Routineablauf zu schaffen und bereitet auf das Abschalten vor. Das ist anders wie mit digitalen Medien, wie mit dem Smartphone, wo unser Gehirn doch sehr belastet wird oder sehr viel Anstrengung braucht, weil wir hier von einer Information zur nächsten hüpfen. Und beim Lesen, da bleiben wir ganz fokussiert bei einer Sache. Und das ist pure Achtsamkeit, die uns natürlich beim Einschlafen hilft. Und wer nicht nur besonders gut schlafen, sondern auch sein Unterbewusstsein gesunde Nahrung zukommen lassen möchte, der greift am besten zu Büchern aus dem Bereich der Positivpsychologie oder Selbstliebe. Die Informationen, Glaubenssätze, Methoden dieser Bücher können über Nacht wunderbar reifen und sich in dein Unterbewusstsein absetzen und von dort aus positive Ereignisse, positive Verhaltensmuster und positive Gedanken in dein Leben streuen. Und natürlich sind positive Impulse auch dem gesunden Schlaf förderlich. Viertens, Körpertiefen Muskelentspannung. Wenn du den ganzen Tag vor dem Schreibtisch sitzt, merkst du das abends oft anhand einer körperlichen Unausgeglichenheit oder eben auch einer Verspannung. Und dein Körper sehnt sich dann vermutlich nach einer Bewegungseinheit. Kurz vor dem Einschlafen ist natürlich nicht der ideale Zeitpunkt für ausgiebigen Ausdauer- oder Kraftsport. Das würde unser ganzes Energiesystem wieder hochfahren. Aber eine Runde Muskel an und Entspannung, ähnlich wie beim progressiven Muskeltraining, kann durchaus hilfreich sein und führt oft zu einem besseren Schlaf. Und so funktioniert's. Leg dich einfach ganz bequem hin, auch in dein Bett, schließ deine Augen, beginne bei den Beinen. Spanne beide Beine an, so fest du kannst. Und dann halte diese Spannung für 10 Sekunden. Versuch die Spannung noch stärker werden zu lassen.
Und dann lass die Anspannung los. Und jetzt spür, wie die Anspannung nachlässt und wie sich absolute Entspannung in deinen Beinen einstellt. Und dann atme dabei tief ein und aus, ganz genüsslich, und merke, wie deine Beine sich bei jedem Ausatmen richtig entspannen und locker werden. Und das wiederholst du dann. Du machst nämlich, du wanderst von unten nach oben, du machst weiter mit deinem Unterleib, dann deinem Bauch, dann deinen Rücken und deinen Schultern und deinen Hals und deinen Händen und dann auch mit deinem Gesicht. Absolute Anspannung und dann wieder Entspannung. Und der fünfte Tipp, den nenne ich Body and Soul Mix. Wer sowohl seinem Körper wie auch seiner Seele vor dem Schlafengehen etwas Gutes tun möchte und außerdem für bessere Laune sorgen will, probiert am besten diese Kombination aus. Erster Schritt, 3 Minuten Körperwellness. Tue deinem Körper vor dem Schlafengehen etwas Gutes. Nimm dir dafür mindestens 3 Minuten Zeit. Was kann das sein? Eine heiße Dusche, wie ich es oben schon erwähnt habe, oder eine Gesichtsmaske oder eine Nackenmassage. Ja, das geht auch mit den eigenen Händen. Ein Gute-Nacht-Tee, eine Selbststreicheneinheit oder eine körperwärmende Bodylotion zum Beispiel. Und der zweite Baustein, 3 Minuten Seelenwellness. Stell dir eine Liste an positiven Affirmationen, also positiven Glaubenssätzen oder Zitaten zusammen. Du kannst dich dafür gerne an meinem Instagram-Account bedienen, da findest du ganz viele davon. Wähle für jeden Abend 1, 2 oder 3 davon aus und dann schließe deine Augen, entspanne deinen Körper und versuche dich 3 Minuten nur auf diese Sätze zu konzentrieren. Lass dabei vor deinem inneren Auge passende positive Bilder entstehen und gib dich ihnen einfach für ein paar Momente hin. Genau, und das waren die 5 Tipps für einen besseren Schlaf, beziehungsweise wie du im Schlaf dein Leben verbesserst. Und wenn dich dieses Thema, beziehungsweise auch das Thema innere Balance und neue Lebenskraft noch mehr interessiert, dann habe ich jetzt einen wunderbaren Bonus für dich. Und zwar findet von 25.04. bis 8.05. von Bachblüten Original Rescura ein mega schöner Retreat statt, ein Retreat für deine innere Balance, und ich darf als Speakerin dabei sein. Und das Genialste, das Ganze ist kostenlos. Und was bringt dir dieser Retreat? Und zwar geht es um die Themen, zurück zu seiner inneren Mitte zu finden, weniger Stress und Hektik im Alltag zu haben, deine Gedanken ruhen zu lassen, Kraft aus deinen Emotionen zu schöpfen, deine Lebenszufriedenheit zu erhöhen. Und außer mir sind natürlich noch viele andere ganz tolle Speakerinnen dabei, von denen ich einige schon kennenlernen dürfte. Mein Part ist am 26.04., also gleich am zweiten Tag um 19.30 Uhr. Und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du mit dabei bist. Ich verlinke dir die Anmeldeseite für diesen Retreat, wie gesagt, 100% kostenlos. Und du kannst dich gerne anmelden und ich freue mich von Herzen, wenn wir uns dort sehen. Das Ganze abschließend wird gesponsert von Original Bachblüten Rescura.